Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf seinem ausfristischen Marsch vierfach am Montag. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß euch. So, jetzt werden wir heute mal gucken. Wir werden heute gucken, ob wir vielleicht das Wochenziel erreichen. Zumindest eines davon. Das ist hier ein harter Storno, ne? Aber das war, das muss, es ist leider so. Das ist einfach doof, weil da kommt halt nicht zur Rande mit der Kapazität. Oh. Nicht umfallen, ne? Sieht nicht gut aus, wenn das BG-Logo am Kopf steht. Ich sag dir, wie es ist. Also wenn du das jetzt hier schaffst, ne, dann bist du mein Held, mein Freund. Ich mach nichts, nur dass ihr mal seht. Komm ein bisschen mehr ran. Also er gibt sich ja Mühe, ne? Moment, Moment, Moment. Oh. Mann, hier ist alles doof. Moment, wir müssen jetzt mal... Warte. Moment. Halt, stopp. So. Aus. Motor an. Plane auf. So. Geld kommt rein, sehe ich. Okay, das müsste die BGA schon sein. Nicht die BGA, das müsste die Silage sein. So, mach das mal hoch. Ganz hoch, so hoch wie es geht. Das ist alles? Wir wollen mich doch nie vor Honigbibeln hier, oder was? Du musst ein bisschen runterkommen, mein Freund. Ein bisschen runterkommen, weißt du? Ach komm schon, das muss doch passen. Wir haben hier nicht, wir haben hier keinen Platz. Wo soll ich denn hin? Ich glaube, er lädt ab. Absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Geht noch etwas höher. Ja, ja, ich hab's versucht, aber ich drück wie ein Wilder, das geht nicht. Daniel, mein Bester, einen wunderschönen guten Tag. Daniel, ich denke, du hast heute Geburtstag, ne? Happy Birthday, mein Bester. Ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Wenn ich falsch liege, dann ist es so. Aber ich glaube, mich zu erinnern, und ich glaube, der Chat hat ja auch vorher gesagt, dass du heute Geburtstag hast. Alles Gute, Daniel. So ist es, meine Damen und Herren, der Daniel ist da. Wünscht dem Besten heute alles Gute zum Geburtstag. Wir fragen nicht, wie alt er wird. Macht man nicht. So. Hier ist auch ein Stau, Alter. Das ist ja unglaublich. Das müssen wir auf alle Fälle im Auge behalten. Hier, dass das nicht überhand nimmt. Aber weißt du, was wir jetzt machen könnten? Wir könnten mal ganz fix den Holmer schneiden. Dass der stehen bleibt. So nämlich. Und dann, hallo? Hallo? Hören Sie auf. Dann können wir uns hier nämlich schön einsortieren. Jetzt hör doch auf zu drücken da hinten. Mann, ey. Der ist aber auch. Der will aber auch, ne? Unverdammt glaublich. So, dann machen wir jetzt den Helfer rein. Dann bleibt er erstmal da hinten. Besser ist. Hagen, mein Bester, grüß dich. Herzlichen Dank für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Mittag, Nachmittag gewünscht. Grüße, Grüße. Danke dir, Hagen, für deinen Raid. Meine Damen und Herren, gerne auch dem lieben Hagen 233 folgen, alias Lars. Der auch regelmäßig LS-Content streamt auf Twitch. Also da gerne mal reinschauen. Haben wir einen Moderator da für einen Showdown? Das wäre super nett, danke. So, das läuft hier. Das ist die Montagsfolge. So. Ihn hier muss ich nochmal sagen, was er zu tun hatte. Wer hat Geburtstag? Happy Birthday. Daniel der Dachs hat Geburtstag. Unser Moderator oder einer der Moderatoren hier hat heute Geburtstag. Kursladen. Yes. So ist es. Genau. Da ist der Showdown. Meine Damen und Herren, gerne aufs Herzchen klicken, um dem lieben Hagen beim nächsten Mal ein bisschen zuzugucken, nicht? Danke, vielen Dank nochmal für den Raid. Moinsen, was ist denn Mod mit den Helfern und Abfahrern? Das ist CP und AD. Curse Play und Autodrive. Das haben wir. Dann machen wir das hier. Feld Nummer Uno. Zack. Das machen wir in unser Hoflager rein. Hof. Nee, Quatsch. Silo-Lager. Abladen. So ist richtig. Und da muss jetzt Stroh rein. Zack. Zellimittel bei Stroh macht überhaupt keinen Sinn, Janni. So, dann wechseln wir hier mal, dass CP angeht, wenn das Ding voll ist. Der Deutsche ist einfach zu klein dafür. Ne? Das sind wir nicht böse, aber der ist einfach zu klein dafür. Komm rum.
So, dann gehen wir hier. Erster Wegpunkt. Los. Nee, du sollst erster Wegpunkt gehen. Machen wir jetzt hier nicht schwach, ne? So, in der Realität, also in einer perfekten Welt, wäre es jetzt so, dass ich TP Cursplay die Feldarbeit machen lasse und AD fährt das ganze Zeug ab. Die wechseln immer hin und her, die zwei Programme. Das machen die automatisch. Jetzt müsst ihr gleich die Pickup runtergehen und dann müsst ihr gleich anfangen zu sammeln. Also hier müsst ihr gleich Stroh sehen. Pickup ist unten. Stroh geht rein. Ich mache nichts, deswegen steige ich aus und sage ich das. Der sammelt jetzt alles auf. Wenn er voll ist, springt er auf AD rüber. AD bringt das Ganze zum Hof, zum Lager und fährt den Traktor dann wieder hier hin. Und AD gibt dann wieder an CP ab und CP macht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Klingt... Ist das kompliziert? Nö, nee, nicht. Wenn du weißt, es geht, geht's. Wenn du es nicht weißt, es geht, ist es sehr schwierig. So, hier wird ein bisschen Ballen geschoben. Das ist aber okay, das können wir so lassen. Das ist natürlich nicht so geil, wenn du Bäume findest, mein Freund. Komm hoch. Ja, Ballen sammeln geht auch mit CP mittlerweile. Von dem her geht das mehr oder weniger automatisch. Die Bäume sind noch ein bisschen problematisch, aber das ist halt so, ne? Da machst du nichts. So, haben wir denn irgendwie eine Mission, die noch die Woche abgeschlossen wird? Wir wollten ja eigentlich noch ein Feld kaufen, ne? Aber wenn ich das hier so sehe, wird es echt knapp. Also das wird die Woche nichts werden, glaube ich. Ich weiß auch nicht, woran es scheitert. Ich glaube einfach Feld 40 an und... Nee, Feld 40 hat uns einfach zu viel Zeit gekostet. Das war viele selber machen. Das hat uns so viel Zeit gekostet. Das, glaube ich, ist nicht gut. Aber es sind zumindest weniger Missionen geworden. Das ist schon eine Sache, die gemacht werden, also die gemacht wurde. So, hier tanken wir nochmal. Dann stellen wir den in die Halle zurück. Gerne, Daniel. Vielen, vielen Dank. Dass du an deinem Geburtstag auch da bist, ne? So, den stellen wir jetzt auch hier rein. Dim, dim, dim. Hat er hier Platz? Naja. Naja. Mehr oder weniger, ne? Achso. Ihr seid jetzt alle fertig, sagt ihr? Na, das ist ja witzig. Na, das ist ja sehr witzig. Ich glaube euch nicht. Ich glaube euch wohl nicht, ne? So, weißt du was? Wir fahren jetzt nochmal ganz kurz hier vorne hin. Wobei ich... Ich glaube, dass wir das einfach hier gut sein lassen und fertig. Ach, der ist schon wieder hier rüber gefahren. Es ist eine Art Last hier auch ein bisschen teilweise. Hier steht eigentlich der hier rüberfahren sollte. Es funktioniert noch nicht so optimal. Oder wohin will denn der? Der ist hier rüber geflitzt, ne? Ist der voll vielleicht? Da kann doch einfach abfahren. Okay, also merke, mit diesem Weg, den wir hier gebaut haben, mit dieser kleinen Aufschüttung, läuft das tatsächlich besser. Hier hat man tatsächlich noch ein bisschen Wasser rumliegt. Das muss ich jetzt mal so ankreiden. Was CP hier gemacht hat, weiß ich nicht. Es sieht ein bisschen wild aus. Lass uns das mal nachprüfen. Aber guck mal, hier, der wäre hier nie rübergefahren. Das bleibt ja immer liegen hier. Das ist ein Fehler von CP. Auch hier, das bleibt einfach liegen. Ne? Das hat er nicht auf dem Schirm. Das hat er einfach nicht auf dem Schirm. Hier geht auch gar keine Linie lang. Oh, oh, oh. Oder sehe ich das falsch, Chat? Was sagt ihr denn dazu? Aber hier ist keine Linie, ne? Moin, hi, grüß dich. Dann hat er eigentlich keinen Fehler gemacht. Das ist einfach nur schlecht gelaufen. Wobei, hier muss die Presse nochmal ran. Das ist so. Zwei Vorgewände und es hätte geklappt. Mhm. Wir werden das nächste Mal nochmal versuchen mit den zwei Vorgewänden. Ein Vorgewände hat nicht geklappt, das haben wir gesehen, weil da habe ich ihn immer selber umdrehen müssen am Zaun, weil das war zu knapp. Drei war jetzt zu viel, das heißt, wir werden beim nächsten Mal zwei versuchen. Wobei es jetzt natürlich besser funktioniert mit diesem Dingens, was ich aufgeschüttet habe, ne? Das müsste ja auch was ausmachen. Weißt du, hier ist noch ein Bauplatz. Wisst ihr, was hier hinkommt, liebe Leute? Ich weiß das nicht tatsächlich, deswegen muss ich euch fragen. Dim, dim, dim.
So, das heißt aber, wir können den nach Hause schicken, ne? Das wäre das zweite Folge. Da kommt der Hühnerhof hin. Ehrlich, Party Pete? Krass. So, Heu haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr. Das heißt, wir können den schon mal nach Hause schicken. Parkplatz P3. Dankeschön, Mr. Danny. Nee, die, in der Mitte wurde nicht gepresst. Aber die Presse können wir nochmal holen. Das ist nicht das Problem. Das sehe ich jetzt nicht als, ne? Das ist kein Problem. Ich wollte immer schon mal gucken, ist da hinten noch eine Auffahrt oder ist das keine Auffahrt? Es sieht ein bisschen aus wie eine Auffahrt, ne? Es ist ein bisschen kriminelle Auffahrt, aber es wäre eine Auffahrt. Guck's dir an. Wäre eine Auffahrt. Ja, hier haben wir natürlich wieder einen dicken Storno. Warum ist das so? Weil ich ihn nicht angemacht... Doch, er ist eigentlich an. Fährt er noch oder steht er wieder? Ah, das ist jetzt meine Schuld. Das war aber kalkulierbar. So. Dann fahren wir uns eine kleine Schneise hier rein. Nur eine kleine süße, ne? Ja, ich glaube, das Wochenziel haben wir nicht erreicht, meine Damen und Herren. Wir sind zwar weitergekommen, wir haben auch fleißig gearbeitet, möchte ich sagen. Es ist auch ein bisschen Geld rumgekommen, das ist schon richtig, aber es hat einfach nicht gereicht für das Wochenziel. Schade, da müssen wir nächste Woche nochmal angreifen. Aber gut, ist so, ne? Schäfer, grüß dich. Weiter. So. Ja, ist auch nicht so gut, was jeder macht, ne? Ich will jetzt nicht einsteigen, weil es ist mein Feld, dann ist alles platt gefahren hier. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, er hier macht das auch sehr spartanisch, aber gut, er macht's. So, jetzt... Oh, der Knoten löst sich hier. Guck mal, das ist doch herrlich. So, das müssen wir nochmal korrigieren hier. Was ein bisschen doof, wenn das genau vor der Bahn stehen bleibt. Okay, er macht sein Ding, ne? Läuft. Das sind unsere Pappeln, ne? Also wir haben ja Pappeln angesetzt. Das sind unsere Pappeln, die wachsen schon. Ich könnte auch den Klaas nutzen, aber ich nehme den Big M einfach, weil ich ihn schon seit eh und je habe. Deswegen sehe ich auch keinen Grund, warum ich da jetzt wieder neu investieren sollte. Und wegen ein paar Meter mehr oder weniger ist auch schon egal. Meiner Meinung nach. So, wir müssen jetzt nochmal reden, was hier passiert ist. Also den hier verstehe ich. Der muss nochmal los. Das ist aber kein Problem. GSAT, guten Abend, grüß dich. Ja, ich versuch's. Ich versuch's, Oculus, ich versuch's. Düngen? Ich weiß gar nicht, ob die nochmal gedüngt werden müssen. Müssen wir gleich nochmal gucken. So, ihn hier, er macht mir ein bisschen Sorgen, aber ich mal gucken. Ich bin noch nicht ganz sicher. So. Barry, grüß dich. Der Koga, heißt das richtig so? Hat keine Schwaderplage. Okay, dann fällt er schon mal raus, ne? Der fällt einfach raus. Ohne Schwaderplage fällt er raus. Es ist einfach so. Weil Schwaderplage ist schon wichtig. In meinen Augen zumindest. So, das heißt, wir machen... Das muss ich nochmal kurz korrigieren. So. Passt. Dann machen wir die Bahn jetzt noch und dann in der Mitte lassen wir einfach nochmal fahren und dann passt das auch. War nicht gut, hat lang gedauert, hat viel Geld verschlungen leider, weil ich die Helferkosten bezahle immer noch ich. Ist halt leider so. Aber gut, ich danke fürs nächste. Ich denke, fürs nächste Mal haben wir dann eine gute Basis, dass wir das Wochenziel dann doch erreichen, weil hier ist alles fertig. Auf den anderen Feldern ist es jetzt fast fertig. Auch hier 80%, 81%, 57%, 81%. Auch hier wird es ein bisschen leerer, ne? Von dem her habe ich ein gutes Gefühl für nächstes Mal. Und ja, wir sind ja jetzt in der Montagsfolge, meine Damen und Herren. Das heißt, wer Bock hat und wer die Folge auch an dem Montag guckt, heute Abend ist wieder Livestream, wenn ihr wollt. Heute Abend NF Marsch Livestream gegen 20 Uhr auf Twitch. Da werden wir wieder für die ganze Woche aufnehmen, also da gerne mit dabei sein. Link dazu wäre in der Videobeschreibung. Und da gerne mit dabei sein. So, ich habe jetzt nicht geguckt.
Das geht jetzt hier so rum. Die Bahn hat er gepresst hier, ne? Die Linie. Das heißt, er müsste vorher rein. Okay. Das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an, meine Damen und Herren. Für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, heute Abend im Stream oder eben morgen zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch Vierfach. Vielleicht auch schon in einer neuen Version. Wer weiß, mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi, bye bye.